Erwerbsbiografien sind sehr unterschiedlich, sind individuell und ich glaube, deswegen brauchen wir, und das ist was, was wir ja auch nicht erst seit gestern diskutieren, brauchen wir flexible Übergänge zwischen dem Arbeitsleben und der Rente. Und ich glaube, dass wir jetzt in der Verabredung der Großen Koalition gestern einen guten Schritt gehen, dass wir es Unternehmen und ihren Beschäftigten ermöglichen, dass sie vor Eintritt des gesetzlichen Renteneintrittsalters gemeinsam verabreden, dass das Beschäftigungsverhältnis befristet noch weitergeführt wird. Dabei bleiben aber, das finde ich sehr wichtig, alle Arbeitnehmerrechte einschließlich des Kündigungsschutzes erhalten. Das ist ein erster wichtiger Schritt und ich denke, dass wir sowohl für die Zeit nach dem gesetzlichen Renteneintrittsalter als auch davor in der Arbeitsgruppe, die die Große Koalition jetzt eingesetzt hat, noch weitergehende Vorschläge diskutieren werden, um flexible Ausstiegsmöglichkeiten vom Arbeitsleben in die Rente zu entwickeln und attraktiver zu machen, als das bisher ist. Stichwort Teilrente beispielsweise. Da müssen wir schauen, wie können Möglichkeiten, die ja jetzt schon bestehen, in Zukunft attraktiver gemacht werden, damit sie auch verstärkt genutzt werden.